Okay, alles im Arsch. Kennen wir schon. Dann wollen wir hier mal raus. Also ihr habt das noch so wie früher. Das Ding müsste funktionieren. Ne, einer von denen funktioniert doch eigentlich. So, der hier. Ah ja, okay. Sehr gut. Dem kannst du nicht mehr helfen, dem armen Blue Shift-Typen. Oh, hier ist nix. Ich überlege gerade, wann habe ich eigentlich das erste Mal eine Waffe bekommen? Okay, Lampe funktioniert schon mal. Die brennt ist doll. Tür. Ah, die Dinger kann man hochnehmen. Sehr schön. Das ist halt der große Vorteil, dass jetzt die Physik-Engine damit drin ist. Komm, geh mal weg. Alter. Yo. Listen, I tried to warn you. I never thought I'd see a resonance cascade, let alone. So, ich mal versuche hier rauszukommen, während die da rumquatschen. Hier müsste ich eigentlich durch. Okay, ach nee, das ist ein Scanner. Hä? Ich dachte, am Anfang war das noch super linear bei Half-Life. Hier ist nix. Wieso komme ich hier nicht raus? Hallo? Was steht hier rum, Alter? Helft mir mal. Knöpfchen drücken! Ja, super. Hier wahrscheinlich irgendwelchen Mist gebaut. Aber hier, sonst springen wir hier runter. Ne, warte mal, wir müssen hoch. Wir müssen hoch auf jeden Fall. Das bedeutet, wir müssen. Ach, jetzt geht er weg. Hilft er mir jetzt oder was? Scheiße! Okay, sorry. Ja, dann hilf mir mal, Junge. So, sehr schön. Oh, 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 oh. Ach ja, klar, der Laser. Gibt's ja einige von. Half-Life war nämlich das erste Spiel, was so richtig im Game eine Art Tutorial gehabt hat, damit man diese ganzen Sachen lernt, wie jetzt eben sich bücken und jetzt sprinten und so weiter. Oh, hier sieht's ja nett aus. Oh, da haben wir den ersten. Kommen wir nicht zu nah. Das kennen wir noch aus dem Original. Einmal, was noch einmal springen. Ne, einmal das erste Mal muss man drunter durch und das nächste Mal muss man drüber. Jo. Was? Wieso habe ich mich getroffen? Genau, jetzt rüber. Ja. Super. So, wie komme ich jetzt hier? Oh, einfach durch. Okay. So, super. Ach, da, das ist ja auch nett. Stimmt, ich habe noch überhaupt nicht die Brechstange, der Probar. Oh, Jungs, aber da nehme ich doch lieber keinen Lift. So. Ah. Gordon, man, am I glad to see you. What the hell? Ach ja, den kann ich, glaube ich, jetzt mitnehmen, dass er für mich schießt, weil ich ja doch keine Waffe habe. I got your back. Don't let him get near you. Bring it on. One down and hell if I know. Place is in bad shape. So, mal nach Waffen suchen. Was haben wir hier? Oh, was ist das? Oh, eine Brandfackel. Das ist ja ganz geil. Yay, burn! Ja, wieso ist denn der zweite jetzt nicht in Flammen aufgegangen? Gucken, hier ist noch einer.
Dann wollen wir uns zum Beispiel. Nein, nicht das Telefon. So, diese Fackel. Hallo? Ja, jetzt gibt's brennende Zombies. Oh, ich mich selber angezündet, auch geil. This shit is something out of a sci-fi. Ja, der kümmert sich schon um den Rest. Ganz praktisch, der Junge. Also weiter nach oben. Alter, hat dieser fucking Headcrab-Zombie gerade eben mir das Ding einfach mal an den Kopf geworfen. Kümmerst du dich mal um ihn? Hallo? Na, endlich. Oh, pardon me, Doc. Das hat sich, glaube ich, alles nicht so geändert. Was haben wir denn da? Haha! Da ist er. Hä? Wieso? Kann ich die nicht nehmen? Doch jetzt. Bam, bam, bam. So wie vorher, so wie früher, so wie immer. Sehr gut. Ich habe eine Waffe. Das ist echt ganz geil gemacht. So erfahren wir nämlich, wieso die ganzen Zombies Kittel anhaben. Das sind die Headcrabs. Ja, er guckt sich ein Bluescreen an bei einem Windows-PC, auch praktisch. Ist hier sonst sowas? Mal gucken. Auch ganz geil vom Storytelling. So erfahren wir gleich, okay, der Typ will da zu der First Aid Station, das bedeutet, wir können die auch benutzen. Er schafft es natürlich nicht. So. Okay, das ist ein einfaches Physikrätsel gewesen. Jetzt muss ich, ja, doch, geht. Alles klar. Oh, eine Energiezelle, sehr schön. Ist hier sonst noch was? Irgendwie nicht, ne? Komm ich da durch? Oh. Ja, super. Ah, ich bin ja auch zu. Pff. Ich vergesse das immer. Wo muss ich. Ah ja, da muss ich oben durch. Oh, ja, oben muss ich durch irgendwie. Warte mal. Oh, ey. Von der Steuerung ist es schon lange nicht so geil wie aktuelle Shooter. Da. Ist halt so. Hier wird die noch aufs Maul. So. So müsste ich hier durchkommen. Sehr schön. Alter, der G-Man.
Ach, diese, wie, diese Phono, diese komische. Boah, ja. Komm schon. Ey, ich brauche eine Pistole, das bringt irgendwie nichts. So, wo geht's hier weiter? Oh, hallo. Thank God. Listen, I know where you can find your weaponry. There's a security office not. Er macht doch die Tür einfach auf, geh viel schneller. And I'll unlock the door. Oh, ey, wo ist das jetzt? Wo geht's jetzt lang? Yes. I'm ready. Beg pardon. Hier komme ich her. Genau, da ist das Ding, was ich eben zugemacht habe. Die Tür geht nicht auf. Die macht er auch nicht auf, netterweise. Gehen wir hier mal durch. Hallo? Ja. Kann ich auch nichts. Alles ist auch alles eingefroren. Auch nicht. Ach, jetzt bin ich hier oben, wo eben der G-Man war. Sehr gut. Okay. Ah, hier ist noch so ein. Oh. Das schaffe ich nicht. Bam! So. Schnell wieder zumachen, das Ding. Ach, er kommt da rein und ich nicht, oder was? Ich rette hier alle Leute und er macht das. Was haben wir hier? Videokassetten. Ha. Ah, First Aid Station. Ah, Waffe, eine Glock. Bist du Glock 17 sein und Granaten. Nice. Nice, nice. So, was ist denn hier noch? First Aid Station. Natürlich komme ich hier nicht durch. Vielleicht ist ein Security-Ding noch irgendwas. First Aid Station hatten wir schon. Dem geht es nicht so richtig gut. Die Tür ist zu. Schrank kann ich auch nicht aufmachen. Der quatscht die ganze Zeit. Ich kann ihn nicht anziehen. Ich kann ihn nicht ziehen auf jeden Fall. Kann ich da was. Ja. Ne. Da komme ich nicht durch, das ist scheiße. Mal schauen, ob es irgendwo einen anderen Weg gibt. Da sucht man sich ja tot. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es beim Original Half-Life auch so schlimm war. Dass man ewig gesucht hat. Hier kann ich nicht klicken. Da ist eine grüne Tür. Kann ich da rein? Kann ich da rein? Kann ich da rein? Yay! Ah, wieder so ein Tentakelviech. So, mal gucken. Oh, Alter. Ey, die sind echt hart drauf, die Jungs, ey. Natürlich explodiert das Ding auch noch. Irgendwie ist das Zielen komisch in Half-Life. Ich meine, es ist lange her, aber irgendwie ist das merkwürdig. Glitzer, Glitzer, Gläuschen, was ist das denn?
Hey, da ist doch einer von den... Oh, shit, der ist nicht voll... Oh, ey. Ey, wie geil ist der Effekt bitte, dass dieses Alien-Blut einfach mal auf die Waffe gespritzt ist, auf die Handschuhe. Das ist irgendwie echt ganz cool. Mehr Muni, sehr schön. Mehr. Hier ist sonst nichts mehr. So, dann müsste ich alle haben, dann da geht es die Treppe hoch, dann fluten wir den Kanal mal. Mal sehen, ob das funktioniert. Müsste ja funktionieren. Jetzt. Das Wasser ist schon geiler als im Original. Es war früher nur eine graue Fläche, ist jetzt ja mit Transparenz und so, ist klar. Müsste ich doch hier hochkommen. So, na komm schon. Ja, auch schön, dass jetzt wegglitscht. Stirb halt, Mann. Toll, wie geht's jetzt hier weiter? Ist doch nicht so einfach. Ah, da oben kann ich glaube ich rein. Mal ein bisschen Jump and Run spielen hier. Jo, sieht gut aus. Weil ich natürlich super hart gefällt habe beim ersten Sprung. Hat ja keiner gesehen. So. So, jetzt bin ich mit Security-Ding hier. Mal schauen. Wie immer VHS-Kassetten. Zu geil. Schöne Hommage. Oh, was haben wir denn da für einen Becher? Keine Ahnung. So, jetzt machen wir es aus. Nee, an. An. Was hat sich jetzt geändert? Jetzt sind die Türen offen. Sehr schön. Ach, die Plattform. Sehr, sehr schön. Jetzt langsam reicht es aber noch mehr. Ja genau, noch mehr.
komm schon. Ey, da kommen immer mehr. Man gebe mir eine Maschinenpistole. Ich hau ja ab, ey, da hab ich keinen Bock mehr drauf. Praktisch, Magazine ohne Ende. So. Ach, da ist schon wieder so ein blöder Köter. Ja, super, alles kaputt. Springen wir dran vorbei, kein Problem. Wir sind da ja nicht so. Mehr Jump'n'Run auf jeden Fall als im ersten Original Half-Life. Da war das eher ein bisschen straightforward. Und jetzt ist natürlich klar, die Fans haben sich gedacht, wir müssen ein paar aktuelle Sachen reinmachen. Den kenne ich erstmal lieber, falls ich da gleich hin muss. So, hier geht's hoch. Da komme ich doch nie rüber gesprungen. Ah ja, okay, alles klar. Hier kann ich rein. Schauen wir, was ist hier so erwartet? Gar nichts. Hä? Kann ich da durch oder? Hallo? Ach, ich kann hier durch. Was? Alter, was ist das denn für ein. Alter! Aber krass, wie das aussieht auf der Waffe. Das ist schon echt ganz geil gemacht. Ich wüsste, wo ich jetzt hier lang muss. Ah, das ist mein Health. Health Station! Das bringt, glaube ich, nicht, wenn ich die alle abknall. Das sind so viele, ey. Komme ich hier nicht hoch oder was? Hallo? Was ist das für ein Scheiß hier? Better safe than sorry. Bisschen Munition habe ich ja noch. Nicht, dass das Ding hier gleich geflutet wird, bevor ich von den Dingern hochgezogen werde. Wo komme ich jetzt weiter? Mal schauen. Da hinten kann man, glaube ich, durch. So, schwimmen wir hier mal durch, ob sich das lohnt. Ah, ich habe auf jeden Fall eine Leiter. So, jetzt bin ich auf jeden Fall auf der anderen Seite. Mal sehen, wie ich wieder rauskomme. Erstmal wieder ein bisschen Health auftanken. Ey, krass, jetzt sieht man mal, was das Ding auf mich abgeschossen hat, diesen komischen Schleim, ey. Nee, da geht's aber nicht weiter. Komisch, hier ist alles zu, ist auch scheiße. Ich muss mal oben. So, mal schauen. Ist halt nicht so einfach. Hier komme ich auch nicht durch. Nee. Alles außer Betrieb hier. Endlich keine unendlichen Gänge mehr. Mal schauen. Das ist schon ganz schön krass. Also es ist, wenn man es gewohnt ist, das Level-Design von neuen Shootern, so modernen Shootern,
Ja, das ist schon was anderes. Geht hier rein? Natürlich nicht, alles rot. Gucken, was da drin ist. Komme ich nicht rein. Die Tür hier, ist die offen? Auch nicht. Ich weiß es doch auch nicht. Soll ich da gleich wieder springen? Soll ich wieder Springübungen machen? Lass mal gucken, ob ich da vielleicht runterkomme. Ne, da komme ich her. Also muss ich springen. Na, mal schauen. Also wenn ich hier daneben springe, sind die auch scheiße. Hey, diese Glitches manchmal. Puh, geschafft. Sehr schön. Guck ich jetzt hier durch dann oder was? Okay, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Weiter geht's. Wenn ich mich richtig erinnere, müsste es auch bald sein. Oh, fuck. Oh, boah, die Viecher sind so furchtbar, ey. Sorry. So. Kaum noch Munition auf jeden Fall, das ist nicht so geil. Mal gucken, ob ich gleich mal wieder welche finde. So, wo bin ich jetzt? Hier. Lagerraum. Boah. Und ich habe keine Muni mehr. Ah. Der Shake-Effekt ist ja ganz geil gemacht, so, aber anstrengend. Scheiße.